Ist Fett wirklich ungesund? Ganz im Gegenteil. Gerade Omega-3-Fettsäuren, die heute unser Thema in diesem YouTube-Video sind, sind gute Fette, das heißt besonders wichtig für dich. Wir möchten in diesem YouTube-Video näher auf das Omega-3 und die Omega-3-Fettsäuren eingehen, möchten dich mitnehmen und dir zeigen, welche Lebensmittel vielleicht besonders viel Omega-3 in sich tragen und wie sich ein Mangel äußert. Dahingehend kriegst du also den Rundumschlag, was Omega-3 betrifft. Denk daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es dir gefallen hat. Außerdem denk an die Glocke, die du anklickst, dann bist du immer informiert, wenn ein neues Video von uns online geht. Ansonsten freuen wir uns darüber, wenn du rege deine Kommentare und deine Erfahrungen teilst, vielleicht auch wie du das Video findest, ob du weitere Ergänzungen zu uns hast oder wenn Fragen da sind. Was sind nun Omega-3-Fettsäuren? Die Omega-3-Fettsäuren zählen zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also somit zu den essentiellen Fettsäuren. Sie sind lebensnotwendig für deinen Körper und können eigentlich nur über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmitteln hinzugefügt werden. Die biologischen aktiven Formen der Omega-3-Fettsäuren werden eingeteilt in die EPA und DHA. Das bedeutet, da gibt es auch noch eine Vorstufe, die zusätzlich hinzukommt. Das ist die Alpha-Linolensäure, auch ALA kurz genannt. Gerade diese Vorstufe, die kommt vor in pflanzlichen Produkten, wie zum Beispiel in Leinöl. Vielleicht kennst du das auch, einen Omega-3-Lieferant. Diese Alpha-Linolsäure wird allerdings dann erst im Körper zu EPA und DHA umgewandelt. Was sind nun essentielle Fettsäuren? Ich habe das gerade in einem Nebensatz schon gesagt. Essentielle Fettsäuren sind die Fettsäuren, die von deinem Körper nicht selber produziert werden können, sondern von außerhalb, also über die Nahrung oder Nahrungsergänzung hinzugefügt werden müssen. Das bedeutet, wenn du nicht genügend hinzuführst, dass dein geistiges und körperliches Wohlbefinden darunter leiden kann oder Symptome zeigt. Welche Wirkung haben die Omega-3-Fettsäuren im Körper? Wir haben für dich 9 verschiedene Wirkungen erstmal zusammengestellt und gehen diese jetzt einmal Schritt für Schritt für dich durch. Als erste positive Wirkung kann man sagen, dass die Omega-3-Fettsäuren sehr gut auf das Nervensystem und auf das Gehirn einwirken. Da hat eine Studie aus Mexiko mittlerweile herausgefunden, dass bei Kindern mit der Diagnose ADHS eine Konzentrationsverbesserung und auch eine Leistungssteigerung des Gehirns verzeichnet werden konnten. Die Studie konnte nämlich nachweisen, dass Kinder, die regelmäßig Omega-3-Nahrungsergänzungskapseln einnahmen, eine verbesserte Aufmerksamkeit und auch eine verbesserte Merkfähigkeit zeigten im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die nämlich keine Nahrungsergänzungsmittel zu sich nahmen. Das heißt, man könnte in den Raum stellen, ob eine Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren eine wirksame Alternative zu der herkömmlichen ADHS-Behandlung ist. Die zweite Wirkung, die Omega-3-Fettsäuren auf deinen Körper haben, ist die Verbesserung oder ein positiver Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System. Dort wiederum hat eine Studie gezeigt, insgesamt waren 46.000 Probanden Teilnehmer an dieser Studie, dass bei Einnahme von Omega-3-Fettsäuren das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, um bis zu 25% verringert werden konnte. Und dann wurde auch nochmal festgestellt, dass je höher die Einnahme war, desto geringer fiel auch das Risiko aus. Wir haben ja schon in Schritt 1 gehört, dass Omega-3-Fettsäuren positiv auf das Nervensystem und das Gehirn einwirken können. In diesem Zuge haben amerikanische Forscher aus Ohio eine Studie durchgeführt, die zeigen konnte, dass eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren auch eine positive Wirkung auf die Vorbeugung von Demenz und auch dem biologischen Altern haben soll. Der Grund dafür ist, dass die Omega-3-Fettsäuren einen positiven Einfluss auf die Erbinformationen haben. Wir müssen uns vorstellen, dass unsere Zellen so eine Art Schutzkappen haben, die sogenannten Telomere. Was die Omega-3-Fettsäuren jetzt machen, ist, dass sie diese Verkürzung der Telomere verlangsamen, welches ein Hauptgrund ist für unser biologisches Altern. Der gleiche Prozess, eben dass sich diese Telomere verkürzen, soll auch eine Ursache sein für die Entstehung von Demenzerkrankungen. Dadurch, dass jetzt die Omega-3-Fettsäuren eine schützende Wirkung auf diese Telomere haben, kann sowohl ein Schritt getan werden in Richtung biologisches Altern verlangsamen, aber vielleicht auch eine Vorbeugung von Demenzerkrankungen. Dann Wirkung Nummer 4. Wir haben ja eben schon bei dem Thema Herzinfarkt gehört, dass Omega-3-Fettsäuren eine positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System haben. Besonders hervorheben möchten wir in diesem Punkt die Wirkung auf die Blutgefäße. Gleichzeitig konnte in einer Studie nachgewiesen werden, eine schwedische Studie war das, dass die Blutfettwerte gesenkt werden konnten durch die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren, sich der Blutdruck nach unten reguliert hat und dass sich auch der Blutzuckerspiegel verbessert hat.
Punkt 5 sind Omega-3-Fettsäuren sinnvoll bei akuten und chronischen Entzündungen. Gerade chronische Entzündungen beschäftigen den Körper fortwährend und eher unterschwellig. Das heißt, natürlich kann es in dein Bewusstsein kommen, aber auch gerade das Immunsystem ist stetig damit beschäftigt, gegen diesen chronischen Entzündungsreiz anzukämpfen. Das bedeutet, es hat nicht die volle Kraft für andere Geschehnisse, die vielleicht auch dein Immunsystem anderweitig fordern. Omega-3-Fettsäuren können dabei behilflich sein, deinen Körper in der Regeneration, gerade von chronischen, aber auch akuten Entzündungen zu unterstützen und wirklich die Gesundheit zu fördern. Wissenschaftler der Ohio State University konnten bei Probandinnen mit chronischen Entzündungen feststellen, dass selbst 1,25 Gramm von Omega-3 die Entzündung und den Marker des Interleukin-6 im Blut, den Gehalt dessen, um 10% senken konnten. Teilnehmerinnen, die nochmal etwas mehr, und zwar 2,5 Gramm Omega-3 erhielten, da konnte dieser Interleukin-Wert sogar um 12% gesenkt werden. Außerdem reduziert zeigte sich der Tumornekrosefaktor, ein weiterer Indikator für Entzündung im Körper. Der konnte um 2,3% gesenkt werden. Wo wir von Entzündung gesprochen haben, Omega-3 für gesunde Augen. Omega-3 mit seiner entzündungshemmenden Wirkung ist auch gerade ein Faktor, um das Sehen zu verbessern, wenn wir in Richtung Makuladegeneration denken. Nämlich die Makuladegeneration wird bedingt durch chronische Entzündung. Und die Makuladegeneration, das bedeutet, dass sich das Augenlicht, das Sehen, immer wieder sukzessive verschlechtert, bis es zur Erblindung führt. Die Schulmedizin hat momentan noch keine adäquate Lösung dafür, um die Makuladegeneration zu stoppen oder vielleicht sogar zu regenerieren. Mit einer regelmäßigen Gabe von Omega-3-Präparaten ist es allerdings Forschern gelungen, dieses sogar zu verbessern, das Sehen. Das bedeutet, dass nicht nur eine Stagnation der Makuladegeneration erreicht werden konnte, sondern sogar das Sehen noch etwas verbessert werden konnte. Omega-3 für einen gesunden Schlaf. Darüber hinaus sollen Omega-3 auch gut sein für einen gesunden Nachtschlaf. Darauf deutet zumindest eine Studie aus Großbritannien hin, wo 350 Kinder untersucht wurden und der Schlaf von den Kindern analysiert wurde. Und da war sehr deutlich, dass über die Gabe von Omega-3-Präparaten der Omega-3-Gehalt im Blut der Kinder stieg und gerade bei erhöhtem Omega-3-Gehalt im Blut nicht nur das Durchschlafen, sondern auch das Einschlafen sich deutlich verbessert gezeigt hat. Omega-3 für eine gesunde Entwicklung des Embryos in der Schwangerschaft. Omega-3-Fettsäuren sind sehr wichtig und sehr sinnvoll in der Schwangerschaft für dich, denn es ergänzt wirklich das Wohlbefinden nicht nur in der Schwangerschaft für die Schwangere an sich, sondern ist auch sehr positiv, was die embryonale Entwicklung betrifft. Nicht nur was das Gehirn und das Nervensystem angeht, sondern gerade auch was den Gehalt des Eisens des Blutes betrifft. Denn ein Eisenmangel, auch gerade der Mutter, kann zu einer Anämie auch des Embryos führen. Und das hemmt natürlich wieder die gesunde Blutbildung. Und deswegen ist Eisen ganz besonders auch wichtig. Die Universität von Granada hat da eine Studie veröffentlicht. Diese Studie besagt, dass die Gabe von DHA gerade in der Schwangerschaft eine Anämie bei Kindern vorbeugt. Kinder, deren Mütter während der Still- und während der Schwangerschaft Omega-3-Präparate zu sich genommen haben, sollen außerdem geistig, kognitiv und motorisch deutlich weiter in ihrer Entwicklung sein als bei Kindern, deren Mütter eben keine Omega-3-Präparate in der Schwangerschaft und Stillzeit zu sich genommen haben. Das liegt daran, so laut Forschern, dass Omega-3 natürlich an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist, welches gerade in Richtung Nervenzell- und Gehirnentwicklung sehr wichtig ist. Auch das Risiko für eine Frühgeburt soll vermindert auftreten, wenn man Omega-3 zu sich nimmt. Im Punkt 8 haben wir jetzt das Nervensystem und die Entwicklung des Nervensystems beim Embryo angesprochen. Der letzte Punkt, der neunte Punkt, greift dieses auf, denn Omega-3-Fettsäuren bei Depression ist ein sehr interessantes Thema. Omega-3-Fettsäuren sind nicht nur eine alternative oder gute Ergänzung zu den normalen Psychopharmaka bei einer Depression, sondern haben weitere sehr wichtige Eigenschaften, die wir dir jetzt nochmal erläutern möchten. Denn Depression ist ein weit verbreitetes Krankheitsbild. Es soll jeder achte Mensch an einer Depression im Laufe seines Lebens einmal erkranken oder davon betroffen sein. Forscher haben herausgefunden, dass in Ländern, wo mehr Fisch, also theoretisch auch mehr Omega-3 verzehrt wird, diese Depressionsrate deutlich niedriger erscheint als in Ländern, wo weniger Fisch gegessen wird. Begründet wird dies mit dem Zusammenhang von Omega-3-Fettsäuren und der Gehirnentwicklung bzw. des Gehirnstoffwechsels.
Als nächstes möchten wir uns der Frage widmen, was passiert überhaupt bei einem Mangel? Und natürlich stellt sich daraus auch wieder die Frage, wie kannst du überhaupt herausfinden, ob du an einem Mangel leidest? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal den Besuch beim Hausarzt oder einen Bluttest für zu Hause. Da packen wir dir auch nochmal eine Empfehlung von uns in die Videobeschreibung. Schau da einfach mal nach. Das Problem halt bei der Omega-3-Diagnostik ist, dass es etwas schwer zu greifen ist, weil die Symptome sehr, sehr unterschiedlich sind und auch nicht zwangsläufig immer gleichzeitig auftreten müssen. Also ist da ein Bluttest immer erstmal das Mittel der Wahl. Folgende Symptome können bei einem Mangel an Omega-3-Fettsäuren auftreten. Sehschwäche oder Muskelschwäche zum Beispiel. Dann kann es ein Problem geben mit Entzündung oder schlechter Wundheilung, aber auch solche Gebiete wie chronische Müdigkeit und Erschöpfung bis hin zu Depressionen können eine Folge von einem Omega-3-Mangel sein. Des Weiteren kann es auch in die andere Richtung gehen, das heißt ein Unruhegefühl kann sich bemerkbar machen, aber auch Konzentrationsprobleme. Und dann haben wir ja auch bei den Wirkungen schon gehört, dass Omega-3 auch auf das Herz-Kreislauf-System einwirkt, das heißt Veränderungen dort oder auch zum Beispiel Störungen beim Blutdruck können sich in einem Mangel äußern. Und dann hatte ich ja eben auch nochmal erwähnt, das Thema Entzündung. Diese Entzündungen können überall im Körper stattfinden, besonders aber auch im Bereich von Gelenken. So, damit das Video nicht zu lang wird, haben wir uns entschieden, aus diesem Themengebiet zwei Videos zu machen. Das heißt, sei gespannt auf Teil 2 dieses Themas. Und zwar möchten wir da für dich nochmal klären, was die Ursachen sind für einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren, welche Lebensmittel besonders viel Omega-3 enthalten. Und dann haben wir auch nochmal einen Geheimtipp für dich. Also schau auf jeden Fall das nächste Mal bei uns rein. Vergiss bitte nicht, falls dir das Video gefallen hat, einen Daumen hoch zu geben. Abonniere den Kanal, falls du weiter von uns lernen möchtest. Und abonniere auch die Glocke. Bis zum nächsten Mal.